Seit 20 Jahren kämpft Christian Schuböck in Niederösterreich gegen Bagger, Bescheide und Behörden. Mit aller Kraft will er mit seinen Mitstreitern den Semmering-Basistunnel verhindern. Übermorgen erfolgt der Spatenstich. Wer glaubt, dass Herr Schuböck dadurch zu bremsen ist, der irrt. Er will Berge versetzen, sich der Obrigkeit nicht beugen. Früher galten solche Menschen oft als Querulanten. In jüngster Zeit hat sich eine Art Kultur der Wutbürger entwickelt. Was treibt diese Menschen an? Oliver Rubenthaler und Vanessa Böttcher haben Wut oder auch Mutbürger bei ihrem Kampf gegen die da oben begleitet. Im steirischen Fröschnitztal, wo das Bachrauschen lauter ist als der seltene Straßenverkehr, sollen während der mindestens 10-jährigen Bauarbeiten für den Semmering-Basistunnel mehr als 1000 Lastwagen auf- und abfahren. Täglich. Für die Menschen hier wäre es aber nur ein Problem von vielen. Jetzt haben wir einen kleinen, reinen Bach. Und wenn das Ganze einmal laufen soll, dann wird aus diesem schönen Gebirgsbach wahrscheinlich mindestens eine halbe Kloake werden. Gerade die Leute hier im Fröschnitztal werden zum Teil abgesiedelt. Das heißt, sie müssen sich eine neue Heimat suchen. Sie werden heimatlos. Manche möchten dagegen ankämpfen, manche fügen sich fast schon ihrem Schicksal. Wir wollen sie aber aufmuntern, den Kampf gegen ein derartiges, unsinniges Tunnelprojekt aufzunehmen. Denn es ist ja ihre Heimat. Christian Schuböck feiert heuer ein Jubiläum. Seit 20 Jahren versuchte den Bau des Semmering-Basistunnels zu verhindern. Vor 7 Jahren musste der Tunnelbau schon einmal gestoppt werden. Unermüdlich stellt sich der Umweltschützer gegen das Milliardenprojekt. Jedes Mal, wenn ich in der Natur bin, schöpfe ich Kraft und Energie, um für die Natur einzutreten. Nur es schmerzt mich natürlich sehr, wenn ich dann sehe, wie die Bagger auffahren, wie alles umgeräumt wird, wenn der Wald gerodet wird. Das schmerzt natürlich und das bringt Emotionen. Aber andererseits ist es für mich auch Energie, wiederum dafür einzutreten, dass unsere Natur erhalten bleibt. Seit 4 Jahren verbringt Silvester Leitner viel Zeit am Straßenrand, notiert sich die Kennzeichen von Schwerfahrzeugen. Und das hat seinen Grund. Nach Einführung der Lkw-Maut auf Autobahnen weichen viele Lastwagen auf mautfreie Bundesstraßen durch das Salzkammergut aus, obwohl das eigentlich verboten ist. Wenn der Lärm überhaupt nicht aufhört, das heißt ein Lkw hinter dem anderen, das ist sehr belastend. Im Jahre 2008 hat der Verkehr ein Ausmaß angenommen, wo wir gesagt haben, da muss man jetzt was tun. Ich habe dann viele Gespräche geführt in 27 Salzkammergutgemeinden und von überall habe ich die Bestätigung bekommen, ja, tu da was. Und so ist es dann zur Gründung des Vereins Lebensraum Salzkammergut gekommen. Über 800 Mitglieder zählt der Verein inzwischen. Und Silvester Leitners Leben hat sich dadurch stark verändert. Seinen früheren Beruf als Unternehmensberater hat er aufgegeben, um sich ganz auf seine neue Aufgabe konzentrieren zu können. Und die Ferienpension am Wolfgangsee führt seine Frau. Hier ist die Idee zur Gründung einer Bürgerinitiative schlussendlich auch zum Entschluss gereift. Bei uns haben Gäste reklamiert und haben gesagt, Herr Leitner, bei Ihnen war es früher aber auch mal ruhiger. Das heißt, wenn ein Tourist so etwas sagt, dann meint das wirklich ernst. Und ich habe das sehr ernst genommen. Das heißt, das war nicht auch zuletzt mit ein Grund, weshalb die Thematik ich da begonnen habe. Im Kärntner Obermehlstadt steht eine Bürgerinitiative erst ganz an ihrem Anfang. Hier auf dieser Wiese oberhalb des Millstättersees soll ein mehr als 20 Meter hoher Mobilfunkmast errichtet werden. Im nahegelegenen Biohotel Alpenrose trifft man sich zum Krisengespräch. Wie umgehen mit einer Nachricht, die vor 4 Monaten den Weihnachtsfrieden so abrupt beendet hat? Dann habe ich einen Anruf gekriegt von meiner Mutter, die hat gesagt, setz dich bitte nieder. Dann bin ich niedergesessen und dann hat sie gesagt, du musst alles liegen und stehen lassen. Und es kommt ein Handymast. Und ich muss sagen, es hat mir so einen Stich eingegeben und mein Herz
hat einfach zum Klopfen angefangen. Und ich habe mir gedacht, jetzt bist du gefordert. Du hast jetzt Rückgrat und jetzt kannst du deine Ärmel aufstrafen und jetzt musst du einfach unternehmen, etwas unternehmen, dass das nicht passiert. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Weil es ist für mich ja, also für mich wäre das, das darf nicht sein. Was nicht sein darf, darf nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Ich habe zu meinem Mann gesagt, stell dir mal vor, ich nehme das nicht an, das kann nicht sein. Das Ehepaar Grimm hat sich hier in Obermillstadt seinen Lebenstraum erfüllt. Die Bauarbeiten an seinem Biohaus werden demnächst beendet sein. Hierher in die unberührte Natur sind die Grimms gezogen, um den schädlichen Umwelteinflüssen aus dem Großraum Frankfurt am Main zu entfliehen. Vor Strahlen, denen sie sich dort schutzlos ausgesetzt gefühlt haben. Wir haben ein biologisches Haus und wir möchten eigentlich ohne diesen Elektrosmog leben. Beziehungsweise in gewissen Grenzen das Ganze halten. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir lehnen all diese Technik ab, sondern ganz einfach, wir sagen, es ist, reicht hier. Wir haben Internet, wir haben alles da, wir brauchen nicht noch schnellere Verbindungen. Und ich habe das aufgebaut, 3 Jahre lang. Mein ganzes Geld ging drauf. Für mich wäre es undenkbar, es wäre unmöglich. Es wäre für mich, ja, eine Strafe. Neben der diffusen Bedrohung durch die Strahlenbelastung befürchtet man in Obermillstadt auch einen wirtschaftlichen Schaden. Das Hotel Alpenrose etwa war eines der ersten Biohotels in Österreich. Ein Ort, wo gestresste Menschen sich erholen und nach schweren Erkrankungen wieder Kraft tanken können. Kommt der Mast, dann könne man zusperren. Wir haben immer mit Schlafstörungen zu tun. Was glauben Sie, wie oft die am Abend oft mit so Melissenpatscheln umlaufen und sagen, wird schon werden. Und schauen uns das dann noch eine schöne Sprüche anschauen und werden sehen. Und das was Schönes denken und gehen raus am Balkon und atmen es noch einmal fest durch. Das ist unsere Philosophie. Es sind ganz die einfachen Dinge. Auch Werner Biller fürchtet um seine wirtschaftliche Existenz. Das Yoga-Zentrum, das der ehemalige Unternehmer hier gegründet hat, sei in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Handymast nicht denkbar, sagt er. Die Kunden, die wir haben, das sind bewusste Menschen, denen intakte Natur, Nahrung, einfach bewusstes Leben wichtig ist. Und die würden wahrscheinlich zu einem ganz hohen Prozentsatz das nicht akzeptieren. Und wir würden auch nicht hier leben wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn der Mast kommt, würden wir von hier wegziehen. Der Semmering-Basistunnel-Gegner Christian Schuberg hat schon mehrere Kämpfe ausgefochten, obwohl er persönlich nie direkt betroffen war. Sein Engagement gilt der Erhaltung der Umwelt im größeren Sinn. Dass die alte Semmering-Bahnstrecke zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde, ist zu einem großen Teil ihm zu verdanken. Jeder Einzelne kann wohl etwas bewegen von uns, nur jeder muss auch den Willen und die Kraft dazu haben. Ich selbst bin das, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Ich habe Landschaftsökologie studiert, habe eine Umweltorganisation gegründet. Jeder kann von uns eine Bürgerinitiative gründen und dementsprechend bin ich überzeugt davon, dass jeder Einzelne etwas für den Erhalt unserer Umwelt beitragen kann. Und das zeigen ja auch die Bürgerinitiativen hier am Semmering sehr deutlich. Der Kampf sei mühsam, aber er lohne sich, sagt auch Silvester Leitner. Angefeindet von den Vertretern aus der Wirtschaft und den betroffenen Transportunternehmen, bringt er unermüdlich seine Argumente vor. So auch heute. Silvester Leitner trifft sich zu einem Gespräch in der Wirtschaftskammer in Gmunden. Er will dort Zahlen seiner Verkehrszählungen präsentieren. Zahlen, die beweisen sollen, dass der Schwerverkehr im Salzkammergut zum Teil unerlaubt über die Straßen rollt. Seinen Weg in die andere Richtung weiterfahren. Herr Wolfsgrub, ich kenne die Analyse. Das heißt, von 2500 Lkw-Fahrten, was die ASFINAG analysiert hat, sind 6 durchgefahren. Wie man sieht, ist es generell so, dass sich Initiativen zusammenschließen und generell einmal, weil natürlich auch meistens die Geldmittel fehlen, versuchen in Eigenregie irgendwelche Erhebungen und Nachforschungen anzustellen und natürlich dann nicht auf die Spezialisten eingehen und selbst solche Erhebungen machen. Und dann kann es leider Gottes passieren, dass solche Dinge eben geschehen, dass falsche Ergebnisse rauskommen. Doch später präsentiert Silvester Leitner auch noch andere Zahlen.
offizielle Zahlen des Landes Oberösterreich, die manipuliert worden sind, sagt er, um das Verkehrsproblem herunterzuspielen. Offizielle Zahlen des Landes Oberösterreich. Und das glauben wir jetzt nicht. Und das sind 4% und das sind genau Ihre Zahlen. Ich kann mir es nicht erklären. Man müsste dem Ganzen auf den Grund gehen und müsste eigentlich schauen, wo da der Fehler wirklich liegt. Weitere Gesprächstermine werden vereinbart. Silvester Leitner ist über die Jahre zu einem ernstzunehmenden Gegner geworden. Bitte schön. Anfänglich hat man am Stammtisch zu mir mal gesagt, die Frechterlobby, die knackt ihr nie. Und ich habe gesagt, ihr werdet sehen, wir schaffen's. In Obermillstadt ist man um eine Lösung bemüht. Was das erschwert, ist ein bereits unterschriebener Vertrag, auf den sich der Mobilfunkbetreiber beruft. Doch egal was kommt, man sei bereit. Wenn es eng wird, dann setzt man halt immer mehr seine, ich will nicht sagen Waffen, das Wort gefällt mir nicht. Ich bin eher diplomatisch und versuche einfach auf diesem Weg zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn ich aber merke, dass Druck entsteht von der Gegenseite, dann muss ich den Druck auch ein bisschen erhöhen und dann schaut man halt, was man zum Auspacken hat. Wie weit geht jemand, dessen Existenz vorsätzlich ruiniert wird? Also, wir haben ganz viele Dinge, wir haben ganz viele Ideen, wir sind ein kreatives, querdenkerisches Grüppchen. Das heißt, wir haben ganz viele Möglichkeiten, um diesen Preis sehr, sehr hoch zu machen. Doch es gibt auch Kritik. Es seien Wahnvorstellungen realitätsfremder Esoteriker, Ausdruck von Egoismus, Luxusprobleme von Menschen, die jegliches Gespür für die wahren Sorgen der Menschheit verloren haben. Ich frage Sie, ist die Gesundheit ein Luxusproblem? Ich glaube nicht. Es betrifft alle Menschen. Nur das Bewusstsein fehlt vielen Menschen. Das Bewusstsein, dass es Strahlen gibt, ja, die man auch nicht sehen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich zielstrebig meinen Weg verfolgt habe, dass ich oft nicht erkannt habe, dass links und rechts plötzlich Scherben entstanden sind. Da muss man natürlich sehr aufpassen, dass zum Beispiel das Familienleben nicht darunter leidet, dass plötzlich die Frau sagt, tut mir leid, aber da kann ich nicht mehr mit und einem verlässt. Natürlich muss jeder selbst das für sich beurteilen, aber letztendlich hat jeder sich ein Ziel gesteckt. Mein Ziel ist es eben, für die Umwelt zu arbeiten und dementsprechend nehme ich sehr vieles in Kauf, auch wenn es mein privates Leben betrifft. In Glocknitz wurden die letzten Häuser geschliffen, die dem Portal des künftigen Semmering-Basistunnels im Weg sind. Noch diese Woche wird der Spatenstich erfolgen. Wenn man sich gewisse Emotionen erwartet, so muss ich sie enttäuschen. Denn ich habe sowas schon des Öfteren gesehen und erlebt. Natürlich versucht man hier jetzt zu signalisieren, wir setzen Tatsachen, es gibt kein Zurück mehr. Nur das hat es beim alten Semmering-Basistunnel auch schon gegeben. Der wurde einige Kilometer in den Berg getrieben und dennoch musste er gestoppt werden. Meine 20-jährige Erfahrung zeigt, solange man den Kampf nicht aufgibt, gibt es immer noch die Möglichkeit, ihn zu gewinnen. Wenn man 3 Jahre oder mittlerweile fast 4 Jahre in so einer Initiative, für so eine Initiative und für so eine Sache tätig ist, da lernt man sehr viel über das Menschsein, auch über Politik, über Lobbyisten, wie die arbeiten, wie die denken, was die sagen, wann sie was sagen. Ob es dann immer auch so entspricht oder nicht, das sei dann dahingestellt. Aber im Grunde genommen, man lernt hier sehr viel, auch für das ganze Leben. Man wird erfahrener. Ich würde sagen, man reift damit, mit dieser Aufgabe. In Obermillstadt haben 90% der Bürger gegen den Bau des Handymastens gestimmt. Es ist eine Solidarität für ein Luxusproblem, mit der niemand gerechnet hat. Es ergibt sich sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl, ein
Gefüge innerhalb eines Ortes, wo die Leute plötzlich miteinander zu reden beginnen, was sie vorher vielleicht nicht getan haben. Und das Ergebnis, glaube ich, kann sein, dass nachher ein innigeres Miteinander ist als vorher.